Was ist hier geschehen? Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Geld! Meine Truppen! Fort! Wir alle kennen finanzielle Nöte. Auch die mit einem Heer. Habt ihr vor, mir Geld zu geben? Nein, hab ich nicht. Dann nehme ich den Edensplitter, um zu kriegen, was ich will. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das gabst du mir eindeutig zu verstehen. Bist du dir im Klaren, dass der Baron de Valois tot ist? Nein. Habt ihr? Welchen Grund könnte ich haben, ihn töten zu lassen? Hat er sich gegen mich verschworen? Mit meinem brillanten, treulosen Generalhauptmann? Das muss ich mir nicht anhören! Die Assassinen ermordeten ihn. Warum hieltet ihr sie nicht auf? Als könnte ich. Es war nicht meine Entscheidung, Monteriggioni anzugreifen. Es war deine. Es ist höchste Zeit, dass du Verantwortung für deine Taten übernimmst. Meine Leistungen! Trotz der ständigen Einmischung von Narren wie euch! Du gehst nirgendwo hin. Ich habe den Edensplitter. Geht mir aus dem Weg, alter Mann. Ich gab dir alles. Und doch ist das nie genug. Cesare! Er will dich vergiften! Du hörst ja nicht auf die Vernunft. Vater, erkennt ihr denn nicht? Ich habe die Kontrolle! Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich! Und will ich euren Tod? Stirbt ihr! Wo ist der Edensplitter? Halt! Ich weiß, wo er ist! Und du sagtest mir nicht, dass er ihn hat? Cesare, ich bin's, deine Königin. Du bist meine Schwester, mehr nicht. Wo ist er? Du hast mich nie geliebt? Wo ist der Apfel? Sag es! Tja! Sag's mir! Ein Apfel pro Tag. Schneller als Cesare den Edenapfel erreichen. Und dabei niemanden töten. Mann, ich hatte gerade meine Wut ausgelassen. Okay, ich kann sowieso gerade nicht so viel sagen. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel Action. Ihr müsst das verdauen, ich muss das verdauen. Ich kann mich sogar trotzdem an die Sequenz erinnern, aber ich habe gerade irgendwie nicht im Kopf, dass sie so krass war. Ist in Ordnung. Wir versuchen uns zu beeilen. Das ist einfach alles, was wir jetzt machen werden. Cesare. Ich komme durch das Fenster. Ich will den Apfel! Ich überreagiere wieder. Tue ich dir weh? Gib mir den Apfel! Er gehört mir, nicht dir! Ich will den Apfel! Die schreien echt laut, dass man sie gut hören kann. Aber ich muss zugeben, ich kann mich daran erinnern, das Geheule wird richtig nervig sein. Die wird durchgehend heulen jetzt. Gib mir den Apfel! Er gehört mir, nicht dir! Och, Mann. Nein, 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 nein. Oh, okay, tut mir leid. Den Nicht-Töten-Schwung muss ich jetzt leider unterbrechen. Im Geschwalle einer weinenden Frau. Volle Synchronisation. Ist mir egal. Er gehört mir, okay. Nicht dir! Ja, genau. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich kann mich ganz gut noch daran erinnern. Tue ich dir weh. Gib mir den Apfel! Er gehört mir! Kann es sein, dass ich gar nicht hier... Oh, schicker Pfeil an meiner Schulter. Vielen Dank dafür. Ich glaube, ich hätte gar nicht hier nach unten gemusst. Nach oben gemusst. Oh, verdammt. Und jetzt höre ich die ganze Zeit das Geheule. Gib mir den Apfel! Er gehört mir! Nicht dir! Ich will den Apfel! Nein! Och, Mann. Ich hatte gerade die Hoffnung, dass das... Das ist nicht die... Das... Ihr hat gesagt, ich soll durch das Fenster. Aber ich habe nicht gesehen, welches Fenster, weil... Gib mir den Apfel! Er gehört mir! Oh mein Gott. Nicht oh mein dir! Gott. Ich will den Apfel! Vor allem, die... Könnt ihr mal über irgendwas anderes reden? Das allersehnte Fenster. So, jetzt lass ich mal in Ruhe. Requiescat in pace.
Ich weiß, wo der Bastard hin will. San Pietro. Der Pavillon im Innenhof. Hab Dank. So viel ist passiert und jetzt hilft ihr uns auf einmal, die Lucrezia Borgia. Ich glaube, ich habe eigentlich ihren Text schon mal gelesen, aber wenn da ein Bild auftaucht, heißt das eigentlich, dass es immer was Neues gibt. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich es jetzt einfach nur mal von vorne lese. Geburtsjahr 1480, als Beruf adelige Tochter des Papstes. Lucrezia wurde von Kindesbeinen an zu einem wahrhaftigen Spielball für die Machenschaften ihres Vaters herangezogen. Sie wurde dreimal im Interesse des Papstes verheiratet. Ja, doch, den Text... haben wir definitiv schon mal gelesen. Ich gehe nochmal runter. Kamera war ihr zu nahe gekommen. Partie zu sichern. Irgendwas mit Syphilis. Okay, wer ist denn mit den anderen 7 Kindern, fragst du dich jetzt. Das erfährst du in den nächsten Folgen von Die schlimmsten Horrorromanzen der Welt. Ja, das war exakt der gleiche Text und trotzdem war einfach das Bild dabei. Vielen Dank, Sean. Ich dachte, ich könnte dir vertrauen. Okay, die durch die Burg... Vordereingang ist, glaube ich, unten. Oh Gott, ich kenne mich in dieser Burg leider nicht so toll aus. Da kamen wir rein. Ach, das war die verschlossene Tür. Verstehe. Das ist nicht der Vordereingang, oder? Was passiert, wenn ich... Okay, das ist versperrt. Und das hier ist auch versperrt. Okay, dann muss ich also runter. Ist das richtig? Lucrezia, warum kannst du mir das nicht zeigen? Aber das ist doch der Keller. Das ist ja nicht der Vordereingang mehr. Oh, anscheinend ist es doch richtig. Hab nichts gesagt. Oh. Assassino! Katzo. Um dich kümmere ich mich später. Wie mich Türen einfach immer aufhalten, das kann doch nicht sein. Okay. Dann klettern wir halt. Natürlich geht das nicht so einfach. Natürlich lässt du mich nicht einfach klettern. So, das heißt, ich muss wieder hochrennen. Wow. Wieso tust du mir das an? Okay, gut. Und jetzt? Also ich brauche irgendwas zum Abstützen, ne? Yes, noch geschafft. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Wow. Ich bin stolz auf mich. Zum ersten Mal in meinem Leben. Komm her. Psst. Ich weiß, du feierst mich auch, aber das ist schon in Ordnung. Ich habe nämlich noch was vor. Ich komme nochmal später zu dir, okay? Da können wir eine kleine Party im Heuhaufen oder so machen. Ich weiß ja nicht. So, jetzt gehe ich erstmal... Oh Gott. Wer hat Wendeltreppen erfunden, Leute? Wer hat Wendeltreppen erfunden? Da ist er. Der gute alte Mann. Und auf geht's. So, ich nehme jetzt erstmal kein Attentat auf mich. Sondern ich renne natürlich jetzt gleich... Wie wild. Zur päpstlichen Peter... Basilika? Was hat das jetzt mit Basilikum zu tun? Okay. Schaffe ich das? Ich schaffe das anscheinend. Sehr schön. Okay. So, die ganzen Wachen sind unten wahrscheinlich vermehrter aufzutreten. Deswegen gehen wir jetzt den oberen Weg. Den Assassinenweg, würde ich sagen. Okay, auf geht's. Nein, siehst du nicht. Du siehst mich nicht. Ich bin ein Schatten. Ich bin ein Schatten deiner selbst, okay? Nehmen wir das hin? Sehr schön. Oh Mann, das war unnötig! Was war das? Ezio. Oh. So, ich hoffe, das reicht noch. Von der Zeit her. Das zu erledigen. So. Also es scheint noch ganz passabel zu sein. Von der Zeit. Ich versuche mein Bestes. Zack. Okay. Oh Gott. Puh. Okay, da ist eine Leiter. Warum müssen immer so anspruchsvolle Personen auch gleich so viele Wächter haben? Das ist einfach nur eklig. So. Hi. Ich wusste nicht, dass du mir joinst. Aua, aua. Leute, Armbrüste. die sind unfair. Okay? Die sind unfair. Und ich kann es nicht fassen, dass ich gerade echt über diesen Joke gelacht habe. Niemals. Oh, das ist auch unnötig.
So, erstmal einen ganz kurzen Moment. Wo muss ich rein? Muss ich nach oben? Muss ich nach unten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin einfach nur... Ist das noch die Basilika? Ist das noch das Gebäude? Oder ist das nicht das Gebäude? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist das Gebäude. Ich gehe da einfach mal rein. Ja, es ist es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ihr lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Ich hab es. Ich hab's. Ich kenn's. Ich kenn den. Okay. Okay, kommt. Wenn ich kämpfen muss, kämpfe ich. Auf geht's. Eine Minute Zeit. Okay, warum ist der da hinten so benommen? So, lass mich in Ruhe. Und der letzte. Ach, kommt, Leute. Hört auf, mir hinterher zu jagen, okay? Das ist unfassbar. Okay, ich hab's geschafft. Die Basilika di San Pietro. Ich kenne das Ende. Ich kenne es. Was soll ich halten? E gedrückt halten? Ein Apfel pro Tag. Volle Synchronisation. Kann es sein, dass es das Ding ist? Wie hat er das geschafft? Ein Moment. Ich weiß ja nicht, was noch kommt, ja? Ihr! Sucht ihr danach? Es ist vorbei, Assassino! Euer Leben ist verwirkt! Wache! Der Edenapfel, mit dem Edensplitter aus dem Vatikan entkommen. Keine Gesundheit verlieren. Ich glaube, jetzt, Leute, jetzt kommt der Highlight meines Lebens. Ja, an die Szene kann ich mich sehr gut erinnern. Und die wird ganz schön viel Spaß machen. Also, Leute, wir sind allmächtig. Wir haben den Edensplitter. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie man den nochmal benutzt. Anscheinend mit der linken Maustaste. Ich probiere es mal. Leute, Leute. Okay, das hat nichts gebracht. Das war es auch nicht. Das war eine Sackgasse. Leute, könntet ihr ganz kurz... Ha. Ah, okay, gut. Ein paar erwischt es ja noch. Ein paar erwischt es ja. Das ist eigentlich ganz gut. Ich renne mal ein bisschen raus, ne? Ich lasse mir mal ein bisschen Zeit. Ich habe gerade wieder die Aufgabe vergessen. Ich habe ein Gedächtnis von einem Elefanten. Wahrscheinlich ein Elefanten, eigentlich ein gutes Gedächtnis. Aus dem Vatikan einfach fliehen. Aus dem Vatikan einfach fliehen. Okay. Das lässt sich machen. Wie groß ist denn das? Okay. Das wird ein Spaß. Leute, guckt, wie lässig ich mit diesen Edenapfel herlaufe. Woo! Hat Spaß gemacht. Oh, guck mal, die Leute fürchten sich schon vor mir. Nicht fürchten, Leute. Nicht fürchten. Ich verwirre euch kurz. Und dann gehe ich weiter. Ja, wo ist euer Papst nun? Der Papst wurde an einen Apfel vergiftet. So, nein, 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 nein. Bitte nicht anfassen. Bitte nicht anfassen. Sehr schön. Ich dachte ganz kurz, die Leute würden dadurch tot umfallen, aber anscheinend nicht. Ich habe mir das doch schöner vorgestellt, als es eigentlich sein sollte. Aua! Verdammt, jetzt ist meine volle Synchronisation weg. Oh, kann es sein, dass ich die von Anfang an einfach nicht hatte, weil ich zu wenig Leben drauf war? Das ist sad. Das ist sad. Sprinten, Adlerauge, schubsen. Ja, schubsen wollen wir jetzt nicht, ne? Stehen bleiben. Ich habe keinen Bock, noch mehr Leben zu verlieren. Anonym werden. Okay. Geht das jetzt? Oh, ja. Ihr habt mich nicht erwischt. Tja, das tut mir natürlich leid. Dann auf geht's. Hef.
kann, Leute. Damit hättet ihr nicht gerechnet, ne? Dass ich schwimmen kann. Ihr könnt nämlich nicht schwimmen. Ihr seid so wie kleine alter Irs. Das habe ich auch nicht verstanden, warum alter Ir echt immer stirbt, wenn er nur Wasser berührt. Ja, jetzt tauche ich noch runter. Und ich habe es geschafft. Keine Gesundheit verdienen. Ja, ich habe verstanden. Ich bin schlecht.